Hallo und ein herzliches Willkommen zu diesem kleinen spontanen Video. Ich hatte mir eine kleine Bestellung gemacht und die ist jetzt angekommen. Ich kann es gleich mal vorstellen. Tada. Ja, da guckt man wieder mal. Das ist Hisome CF006. Eine Mini-Klimaanlage. Ich habe keine Ahnung, ob die funktioniert. Das werden wir das gleich mal testen. Der Grund hierfür ist wie folgt. Es war, wie ihr sicherlich wisst, die letzten Tage sehr heiß. Also jetzt momentan nicht. Heute hat es geregnet, jetzt ist es wieder kühl. Aber egal. Der Punkt ist einfach, dass es so scheiße warm war. Du hast echt nicht schlafen können. Das Fenster konnte offen sein, das Fenster konnte zu sein. Ich will es nicht näher beschreiben. Es war fürchterlich. Es war wirklich schrecklich. Und da dachte ich mir, wäre es klug, sowas zu kaufen. Die Bestellung ist recht schnell gekommen, muss ich sagen. Aber ob es das auch ist, was es verspricht in seiner Werbung, das werden wir jetzt gleich sehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin erstaunt, diese ganzen Amazon-Typen, diese hier Lieferanten, die wirken immer so auf mich so, ja gut, die haben viel zu tun, aber so, ich habe irgendwie das Gefühl, die werden verarscht. Wirklich. So, hier so ein Aircooler. Natürlich alles in Englisch, fantastisch, ja, was soll's auch sein, doch. Okay, glücklicherweise bin ich dieser Sprache einigermaßen mächtig, kein Problem. Ich habe das Gefühl, fragt mich nicht warum, ich weiß es nicht genau, aber ich habe das Gefühl, die können nicht richtig lesen und die können nicht richtig schreiben. Ehrlich mit denen. Das ist keine Beleidigung von mir. Aber die sind irgendwie überfordert damit, die Klingelschilder zu lesen und die Adresse richtig zu bestimmen. Meine persönliche Erkenntnis. So. Da ist der Karton. Hier. Das Gerät. Erstmal muss ich sagen, es ist kleiner als erwartet. Es ist leicht. Wirklich leicht. Beschweren muss ich mich da nicht. Stinkt schämig. Sieht aus wie so eine Kaffeemaschine. Ist aber keine. Okay. Und natürlich, wer hat's gedacht? Woher kommt's? Made in. Ich würde mal sagen, China, ne? So, hier haben wir so einen praktischen Tragegriff. Oh ja, das ist die Schnur. Das Schöne daran hier ist, du kannst dir das wirklich aufs Nachttischlein stellen. Das sollte eigentlich. Naja. Das sollte eigentlich. Kein Gestank dabei sein, kein. Ja, hier haben wir den Schein an, wer hätte es gedacht. Ja. Kann man es lesen? Naja, ihr könnt mir schon glauben. Gut, okay. Wir haben hier Lichtfunktionen, wir haben hier verschiedene Stunden, einen Timer. Das ist übrigens einer der Gründe, warum ich mir das geholt habe. Ich will es auch nachts laufen lassen, aber es muss ja nicht die ganze Nacht laufen. Da dachte ich mir so, komm, kannst du den ganzen Laden ja auch bei der. Was ist das? Wollt ihr mich verkackeiern? Freunde. Mich könnt ihr nicht behumsen, ich werde es nicht zurückschicken, keine Angst. Aber das Ding ist definitiv schon gelaufen. Ihr könnt es nicht erkennen, aber hier drin ist Staub. Hier ist so ein kleiner Ventilator, wenn ihr sehen könnt. Ja, doch, ihr könnt es schon sehen. Es ist ja auch klar, dass hier einer drin ist. Und hier ist Staub drin. Staub, der darauf hinweist, dass hier schon ja, gepustet wurde. Na gut, okay. Die müssen die Dinger ja auch testen. Das kann vielleicht sein. Das kann sein. So, Schmiss sehe ich keinen. Kaputt irgendwo nicht. Runterschmeißen sollte man es nicht, klar. Dort kommt wahrscheinlich der. Ach du Scheiße, was ist das? Ach so, ich verstehe. Ich wollte gerade sagen, gar kein Stecker. Nee. Hier kommt dieses Stöpselchen rein und ich denke mal. Wartet mal. Das sind auch proper Heinis hier. Anstatt mal so einen Stecker hier mitzuliefern, hast du bloß dieses Kabel und das Gerät hier. Also Stecker, Fehlanzeige. Ich habe jetzt hier so einen Adapter, also hier vom Handy. Ah, kein Thema, der passt dort, nein. Das ist jetzt nicht das Problem, aber ich hätte es jetzt schon erwartet. Ich meine, das Ding war jetzt auch nicht unbedingt so billig. Es war nicht teuer, aber auch nicht billig. Das muss man mal klar sagen. Hier, so. Sollte eigentlich gleich laufen.
nicht schwer aufzubauen. Strom dran gekriegt. Und okay, ja, wir sehen hier, ein Lämpchen leuchtet auf. Ihr könnt es nicht sehen wahrscheinlich. Und könnt ihr es sehen? Ja, na, ihr könnt es sehen. So. Ja, Licht. Machen wir mal an. Hallo. Vielleicht sollte ich doch erstmal hier lesen, was drin steht. Okay, ich hab's zum Laufen gekriegt. Wahnsinnig, ja, absoluter Wahnsinn. Ich halte es mal lieber fest und schmeiße es noch runter. So, also man muss hier irgendwie drauf drücken. Ah ja, wow, jetzt haben wir rotes Licht. Grünes Licht, hallo. Verändert sich das? Ja, es verändert sich. Also ich dachte, man kann das irgendwie einstellen, aber kann man nicht. Ja, megamäßig, toll. Puh. Jetzt nur die Frage. Ja, es ist, ich sag's mal ganz ehrlich, es ist wirklich ein billiges Ding eigentlich. Ich will mich nicht beklagen, aber... Okay. Hier ist der Zeiteinsteller Time. Aha. Hallo. Aha, okay. 2 Stunden. Könnt nicht sehen. 2 Stunden, okay. 4 Stunden, 8 Stunden. Und wo kann man es ausschalten? Fantastisch. Ausschalten kannst du es irgendwie bloß in den Stecker ziehst, oder? Ja, ganz toll. Okay. Moment. So, die gute Nachricht, ich habe den deutschen Übersetzer gefunden hier. Es gibt doch einen. So, 700 Milliliter Wasser. Großer Wassertank. Das ist der hier oben, der Knabe. Wasserleitung, das ist das Teil hier, okay. Mich deuchte, man konnte irgendwie Eis reinmachen, also sowas habe ich irgendwie so vernommen. Wenn Sie die Mini-Lüftung längere Zeit verwenden, kann sich im Inneren Nassvorhang Staub ansammeln. Also in der Werbung stand geschrieben, das Ding wäre 1A und würde super saubere Luft rausbringen. Es ist totaler Käse, es ist bereits benutzt worden, es ist staubig und ich werde mir das definitiv nicht in das Nebensnachttischlein stellen und mich davon bepusten lassen, sondern wahrscheinlich eher auf dem Fenstersims einige Meter weg von mir. Es soll ja bloß den Raum erkühlen. Ich denke, den Zweck wird es ja wohl erfüllen. Gut. 700 Milliliter Wasser, bla bla bla. Lösen Sie die vielen Schrauben. Kreuzschlitt entfernen, was? Ach so, was? Ja, okay, nee. Es ist wieder mal irrsinnig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, von Eis steht hier nichts. So, Wind, bla bla bla, Gewicht 100 Gramm, ja, komm. Gucken wir uns jetzt mal das hier an. Ah ja. Und so sieht es im Inneren aus. Spektakulärer als ich dachte. Hier sind so viele Kabel drin, ich hab da irgendwie Schiss, Wasser reinzumachen, aber ich mach's. Schlimmstenfalls ist das Ding gleich Schrott. Nein, das darf nicht sein. Kommt. Moment. So, ich habe jetzt mal nur hier so ein bisschen 500. Also hier geht 700 Milliliter gehen hier rein. Die Amazon-Bewertung nebenbei gesagt war mittelprächtig. Das lag aber unter anderem daran, dass... Oh, das ist so beängstigend, in so ein elektrisches Gerät Wasser reinzufüllen. Das lag unter anderem daran, dass einige Amis sich das Ding irgendwie geholt hatten und ja, die hatten halt keinen Adapter und dachten ja, die können das auch verwenden. Dummerweise ist auch kein Stecker dabei, beziehungsweise wahrscheinlich wird das sogar der Grund gewesen sein, weil du hast doch einige ausländische Bewertungen. Und die deutschen Steckdosen klappen halt bis bei uns. So, weiter im Text. Jetzt will ich kühle Luft haben, aber Dagi. Gut. Standby ist tatsächlich aus. Wasser ist drin in dem Laden. Ja, machen wir mal an den Laden. So, warte mal. Ah ja. Das klappt hervorragend. Hallo. Hallöchen. Was ist denn jetzt? Rotes Licht. Ui.
Okay. Es zischt. Könnt ihr es hören? Okay. 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 Also es ist jetzt hier, warte mal. Dieses kleine. Oh. Ach so, klar. Man darf ein bisschen dran kommen hier. Jetzt kommt so leicht Wasser raus. Und jetzt kann ich jetzt hier noch. Also so wie es jetzt ist quasi, kann ich es laufen lassen, wie ich will. Kein Stromschlag, kein Kurzschluss. Lüfter lüftet. Speed. War das höchste. Naja, okay, wir sind bei 10 Minuten angekommen. Ich würde sagen, mit meinem Kühlschrank mithalten kann das Ding nicht, aber ich denke mal, wenn es lang genug laufen lässt, meinen Raum kühlen kann es dennoch. Sinnlos war es nicht, aber auch hier muss ich sagen, empfehlen kann ich es nicht wirklich. Es ist eine, ich sag mal, eine Futzelwurzel-Klimaanlage. Ich glaube, die von meinem Auto könnte mehr, aber ich will mich nicht beklagen. Gebrauchen werde ich doch. Na doch, obwohl, jetzt kommt es kühl, jetzt kommt es. Ich werde das mal mit dem Eis ausprobieren. Ich dächte, das ginge irgendwie. Ich meine, man kann das ja trotzdem machen. Das war's zu diesem Video. Kurz und knackig. Und beim nächsten Mal, da gibt's dann, ich glaube, Suppenhuhn oder Kuchen oder irgendwas. Ich lasse mir schon mal was einfallen für euch. Tschüss!